Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Altana. Montague Keen durch Veronica Keen. Channeling vom 7. Januar 2018. Übersetzt von Robert James Lee's Project. Veronica. Als ich am 31. Dezember um 23.50 Uhr in die Küche kam, ging Montys Lampe an der Seite der Garage an, um mir zu zeigen, dass er hier bei mir ist, um mit mir gemeinsam das Jahr 2018 willkommen zu heißen. Es bricht mir das Herz, ein neues Jahr zu beginnen, ohne ihn körperlich an meiner Seite zu haben. Mein Wunsch für die ganze Menschheit ist zu sehen, wie alle die Liebe auf allen Ebenen ergreifen. Ohne Montys Liebe könnte ich nicht überleben, um seine Arbeit abzuschließen. Alles, was er tat, tat er mit Liebe. Die einfachsten Dinge machte er wunderbar, weil sie mit Liebe verrichtet wurden. Seine Liebe lebt weiter, daran erinnert er mich fortwährend. Wenn die Liebe erwacht, dann bewacht sie wie einen Schatz, denn sie ist das wunderbarste Geschenk und sie ist es, was das Leben lebenswert macht. Ein frohes neues Jahr für alle. Ich erhielt einen Anruf, in dem ich erfuhr, dass meine liebe Freundin Bronwyn in die geistige Welt übergewechselt ist. Ich hatte an sie gedacht. Oft habe ich von ihr gesprochen. Sie wollte ins Nachleben, um mit Monty gemeinsam daran zu arbeiten, unsere Mission voranzubringen und die Menschheit vor der Kabale zu retten. Monty führte mich zu diesem Video, oder sollte ich sagen, er sorgte dafür, dass ich es sehe. Link: David Wilcock, Underground Bases Nuked, YouTube. Es ist eine Diskussion zwischen David Wilcock und Benjamin Fulford darüber, wie die Kabale uns beherrscht, wie sie planen, die Menschheit zu übernehmen und uns auszulöschen. Ich habe meine liebe Frau daran erinnert, dass ich euch all diese Informationen bereits vor vielen Jahren gegeben habe. Unsere Freunde von Andromeda erklärten, dass die Kabale etwas einsetzen würde, das sie Project Bluebeam nennen. Eine Falschflaggeninvasion, die die Menschheit so sehr ängstigen soll, dass sie der Kabale alle Macht übertragen. Sie wollen 90% der Menschheit umbringen. Wie oft habe ich euch dies gesagt? Nun hört zu, wie Ben euch exakt dasselbe sagt. Er sitzt ernsthaft in der Klemme. Informiert zu sein heißt vorbereitet zu sein. Diese Pläne werden seit einigen Jahren vorbereitet. Nun, da die Kabale von Mr. Trump ans Licht gezerrt und zur Rechenschaft gezogen wird, versucht sie verzweifelt an der Macht zu bleiben. Vertraut mir, wenn ich euch sage, dass Mr. Trump ein guter Mensch ist, der es auf sich genommen hat, die Menschheit zu schützen. Für euch diejenigen mit Misstrauen, die euch etwas anderes sagen. Sie arbeiten für die Kabale. Es wird die gesamte Verdorbenheit ans Licht bringen. Ich rate euch zweimal darüber nachzudenken, bevor ihr gemeinsam mit der Kabale Kritik an Mr. Trump übt. Dem Mann, der mutig genug ist, euch zu retten. Die Kabale besteht nur aus wenigen, doch sie beherrschen euch durch Angst und euer Unwissen über ihr Vorgehen. In dieser späten Phase ist es von größter Wichtigkeit, dass ihr eure Augen öffnet, zusammensteht und euch weigert, wie die Lämmer zur Schlachtbank geführt zu werden. Für die Kabale seid ihr Ungeziefer, das vernichtet werden muss. Sie haben nicht den geringsten Respekt vor euch, also hört auf, euch einzureden, dass es anders ist. Hätte die Kabale all diese Medikamente produzieren lassen, die sie euch von den Ärzten verschreiben lässt, damit sie euch langsam und qualvoll umbringen? Wenn es anders wäre? Würde sie eure Luft vergiften, euer Wasser und eure Nahrung, wenn sie euch nicht loswerden wollte? Wie oft noch müsst ihr das hören, bevor ihr bereit seid, aufzuwachen und zu handeln? Ihr werdet langsam umgebracht. Alle Beweise dafür könnt ihr euch mühelos besorgen. Ist es euch so gleichgültig, dass ihr euch einfach zurücklehnt und ausradiert werdet? Und die Kabale, die nicht auf die Erde gehört, sie euch wegnimmt? Dies ist eine Schlacht, auf die sich die Kabale vorbereitet hat,
während ihr in Unwissen gehalten wurdet. Es ist nun beinahe 14 Jahre her, dass ich in die geistige Welt wechselte. Während dieser Zeit habe ich es unternommen, euren Geist für eure Misere zu öffnen. Wie viele von euch haben zugehört und sich informiert? Die Wahrheit ist für alle da, die nach ihr suchen. Alles, was nötig wäre, ist, dass die Iren sich vor ihren Unterdrückern von den Knien erheben und die Fakten darüber erfahren, wer sie sind und was ihre wahre Geschichte ist. Dann und nur dann würden sämtliche Lügen der Kabale enthüllt. Ist es zu viel, von den Iren verlangt, die Menschheit zu retten? Michael Cerians Arbeit ist beispielhaft. Er ist ein Experte, was Irland anbelangt. In seiner Seele kennt er die Wahrheit. Er hat mehr als jeder andere versucht, die Iren zu wecken. Der Vatikan wird durch seine finsteren Taten viel zu erklären haben, was Irland angeht. Diese schöne kleine Insel, die die Antworten auf so viele Fragen hat. Wer wird Mensch genug sein, um aus den Reihen zu brechen, die der Vatikan für die Iren geschaffen hat, und die Wahrheit verlangen? Jeder kleinste Rest des Vatikans muss von dieser heiligen Insel beseitigt werden. 3 Stunden nach dem Moment, in dem Irland befreit wird, wird die ganze Welt frei sein. Es muss in Irland beginnen. Meine liebe Frau weiß, warum dies so sein muss. Aus diesem Grund wird sie fortwährend von der Kabale angegriffen. Der andere, der an diesem Projekt beteiligt ist, wurde in einem Gefängnis in den USA weggesperrt. Alle, die versuchen, diese Mission in jeglicher Weise zu verhindern, werden in dieser und der nächsten Welt schwer bestraft. Die Rettung der Menschheit und das Wissen um eure wahre Geschichte ist zu dieser Zeit von allergrößter Wichtigkeit. Ihr seid die 99%. Warum habt ihr solche Angst davor, Nein zu dem 1% zu sagen und ihnen zu sagen, dass sie eure Welt nicht für sich haben können? Meine Liebe, die Probleme mit dem Computer werden verursacht, um dir Stress zu bereiten. Es bringt dich in Not, dass dein Körper eiskalt ist, selbst wenn du mit einer Heizdecke im Bett liegst. Auch dies wird dir aufgezwungen. Wenn deine Arbeit hier nicht wichtig wäre, dann würden sie ihre Zeit nicht mit dir vergeuden. Sei stark, meine Liebe. Ihre Macht schwindet schnell. Das Licht der Wahrheit entsetzt sie. Sie werden entlarvt, wer und was sie sind. Liebe ist alles. Meine Liebe umgibt dich. Dein dich verehrender Monty.